Wir sind unterwegs zu einem der aktivsten Vulkane der Erde, zum Stromboli, nördlich von Sizilien. Fast 1000 Meter hoch ragt der Koloss aus dem Meer. Die Insel Stromboli, das ist weiter nichts als der Vulkan. Und doch leben hier Menschen. Unser Schiff kann in Stromboli nicht anlegen. Deshalb müssen wir mit Sack und Pack in ein kleines Boot umsteigen, das uns an Land bringt. Aufstieg zum Gipfel und zu den Kratern. 3 bis 4 Stunden bergan, eine Strapaze. Zunächst führt der Weg durch üppige Vegetation. Ab 600 Meter Höhe ist der Vulkankegel völlig kahl. Vier bis sechs Mal in der Stunde fliegen die Fetzen. Vulkanisches Gestein und Asche werden in die Luft geschleudert. Von einem Standpunkt, der höher liegt als die Krater, kann man das Schauspiel gut beobachten. Hier ist nicht ein Ausbruch wie der andere. Mal wird nur Asche und Dampf ausgestoßen, mal glühende Lava und Schlacken. Als Kameramann kommt man am Stromboli garantiert auf seine Kosten. Der Vulkan kennt keine Ladehemmungen. Aber berechenbar ist er dennoch nicht. Mancher unvorsichtige Tourist hat hier seinen Leichtsinn schon mit dem Leben bezahlt. Auch wir geraten in Teufelsküche. Hinunter geht's allemal leichter als hinauf. Wir werden Zeugen eines ungewöhnlichen Ausbruchs, wie er nur alle paar Jahre oder Jahrzehnte vorkommt. Die geförderte Lavamenge ist so groß, dass sich die glühende Masse ins Meer ergießt und das Wasser zum Kochen bringt. Einzelne Brocken lösen sich vom Rand des Lavastroms und rollen donnernd ins Meer. In der Dämmerung und vor allem bei Nacht ist das höllische Schauspiel besonders faszinierend. Seit vielen Jahrhunderten ist die Vulkaninsel Stromboli besiedelt. Als beim großen Ausbruch 1930 6 Bewohner den Tod fanden, machten sich viele auf und verließen das Pulverfass.
Heute wohnen auf Stromboli noch etwa 300 Menschen. Sie leben vorwiegend vom Tourismus. Kaum einer von ihnen hat je den Weg hinauf zu den Kratern gewagt. Sie haben Angst, doch sie bleiben. Um den Gipfel des fast 1300 Meter hohen Vesuvs bei Neapel zu erreichen, braucht man sich nicht anzustrengen. Mit der Seilbahn erreicht man mühelos den Krater. Im Schlund des Vesuvs kann der Tourist spazieren gehen. Allerdings nicht ohne einen jener geschäftstüchtigen Führer, die seit Jahrzehnten schon einen baldigen Wiederausbruch prophezeien. Tatsächlich zweifeln auch die Experten nicht daran, dass der Vesuv irgendwann wieder ausbrechen wird. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Explosion umso heftiger war, je länger die Ruhepause vorher gedauert hatte. Der letzte Ausbruch war im März 1944. Die größte Katastrophe verursachte der Vesuv im Jahre 79 nach Christus. Damals wurden Pompeji und einige andere Orte unter Massen von Bimssteinen und Asche oder unter Glutlawinen und Schlammströmen begraben. Pompeji ist teilweise wieder freigelegt worden. Die Stadt ist heute eine Touristenattraktion. Die gut erhaltenen Ausgrabungen vermitteln einen Eindruck von der Lebensweise und von der hochentwickelten Kultur der einstigen Bewohner. So starben einige der über 2000 Opfer, die man bis heute gefunden hat. Die Hohlräume, die ihre Körper in der Ascheschicht hinterließen, hat man mit Gips ausgegossen. Nördlich von Neapel, in den phlegräischen Feldern, gibt es viele Stellen, an denen der Boden heiß ist. Vulkanische Gase steigen hoch. Zum Beispiel im Krater des Vulkans La Solfatara bei Pozzuoli. Aus gefährlichen Spalten und Löchern im Kraterboden strömt Dampf mit Temperaturen über 200 Grad und bringt das Grundwasser zum Kochen. Gefahr oder nicht, man hat Wohnhäuser direkt an den Kraterrand gebaut. Offenbar rechnet man nicht mehr mit einem großen Ausbruch, obwohl immer wieder neue Spalten und Löcher aufreißen. Eine Nummer aus der Trickkiste der Fremdenführer. Hält man eine brennende Fackel an die Dampfschwaden, sieht es aus, als ob die Dampftätigkeit sich verstärkte. In Wirklichkeit wird nur durch Kondensation Dampf sichtbar, der vorher mit dem Auge nicht zu erkennen war. Der mächtigste und höchste Vulkan in Europa ist der Ätna im Osten Siziliens. Dieser Riese unter den Feuerbergen hat eine Höhe von über 3300 Metern. Mit einer Ausdehnung von 1200 Quadratkilometern und einem Basisdurchmesser von 35 Kilometern ist der Ätna kein Einzelberg, sondern ein Bergmassiv. Einen ersten Eindruck von den gigantischen Ausmaßen erhält man bei der Auffahrt durch endlos erscheinende Lavafelder. Doch nur aus dem Flugzeug kann man die gewaltige Ausdehnung des Ätna-Massivs ganz überblicken. Hier ist gerade ein Flankenausbruch im Gang, eine für diesen Vulkan typische Ausbruchsform. Flankenausbrüche erfolgen nicht an einem der vier Gipfelkrater, sondern irgendwo am Berghang. Auf diese Weise sind im Laufe der Zeit über 300 Kleinvulkane am Ätna entstanden.
Im Jeep kann man über steile Hänge in die Gipfelregion hinauffahren. Selbst jetzt im Mai liegt hier oben noch verharschter Schnee, der von graubrauner Flugasche bedeckt ist. Der größte Krater am Ätna-Gipfel ist der Zentralkrater. Er hat einen Durchmesser von etwa 200 Metern und ist rund 80 Meter tief. Aus seinem Grund und aus den porösen Kraterwänden strömen übelriechende, stickige Dämpfe. Diese Dampfausbrüche zeigen an, dass die Magmasäule im Schlot einen Tiefstand hat. Steigt sie höher, dann fliegen Schlacke und Lava. Der Nordostkrater ist bekannt dafür, dass er alle Arten vulkanischer Aktivität produzieren kann. Bei einem unserer Besucher hat er gerade Ruhepause und wir können es wagen, in den Krater einzusteigen. Nur aus den Wänden strömt Schwefeldampf. An den Austrittsöffnungen haben sich Schwefelkristalle abgelagert. Ein paar Tage später am selben Krater. Jetzt zeigt er wieder die bekannte Schau mit Schlacken und Lavawürfen. Bei starken Ausbrüchen erreichen die ausgestoßenen Gase bei Temperaturen von über 1000 Grad Überschallgeschwindigkeit. Dann bilden sich bisweilen Rauchringe über dem Krater. Die glühenden Brocken werden oft über 100 Meter hochgeschleudert. Je nachdem, wie stark der Ausbruch ist, fallen sie in den Krater zurück oder auf die Bergflanken. Einen Vulkanausbruch muss man nachts erleben. Dann ist das Naturschauspiel am eindrucksvollsten. Ein Blick in den Ätna-Zentralkrater zeigt, wie ein Ausbruch entsteht. Der Gasdruck steigert sich allmählich, bis es schließlich zur Explosion kommt. Aufnahmen, die unter Lebensgefahr entstanden. Ein zweites Mal würde ich dieses Risiko nicht eingehen. Einige Wochen später bietet der Nordostkrater ein völlig verändertes Bild. Keine Schlacken mehr, jetzt fließt Lava. Die Eruptionen im Krater haben aufgehört. Dafür bricht es an mehreren Stellen aus dem Außenhang heraus. Auch diese Szene im Drehbuch der Natur haben wir genau festgehalten. Derselbe Vulkan, der Ätna, zu einer anderen Jahreszeit. Ein Flankenausbruch an der Nordseite veranlasst uns, im Januar auf den Ätna zu steigen. Die Seilbahn ist außer Betrieb. Jeeps würden im Schnee stecken bleiben. Deshalb müssen wir zu Fuß hinauf, mit Schlitten für die Ausrüstung. Es herrscht schneidende Kälte. Der Weg nach oben ist eine Schinderei.
Zur Ausbruchstelle kann man nur über die Südflanke gelangen. Man muss über das Gipfelgebiet in 3000 Meter Höhe hinüber. Am frühen Morgen sind wir am Hotel in 1900 Meter Höhe losgegangen. Unser Ziel am Nordhang erreichen wir erst spät in der Nacht. Es ist minus 30 Grad kalt. Was uns hier erwartet, lässt uns die Strapazen des Aufstiegs schnell vergessen. Wir stehen unmittelbar an der Öffnung in der Nordflanke. Hellrot glühende Lava quillt heraus und wälzt sich als breiter Strom den Hang hinunter. Bei ihrem Austritt hat die Lava, je nach ihrer mineralischen Zusammensetzung, Temperaturen zwischen 900 und 1200 Grad Celsius. Wie entstehen solche Aufnahmen? Wegen der starken Hitze können wir uns höchstens auf 8 bis 10 Meter an die Lava heranwagen. Um überhaupt den Lavastrom filmen zu können, müssen wir auf bereits erstarrte, aber noch sehr heiße Parallelströme steigen. Wenn das Gas aus der Lava austritt, spritzen immer wieder glühende Fetzen weit über den Rand des Stroms hinaus. Uns wird buchstäblich der Boden unter den Füßen zu heiß. Die Sohlen der Stiefel fangen an, sich aufzulösen. Doch wir harren aus. Hin und her gerissen zwischen Angst und Begeisterung. Der Alcantara-Fluss im Ätna-Gebiet. An dieser Stelle durchfließt er eine Schlucht, die vor langer Zeit von einem Lavastrom geformt wurde. Als die Lava damals erkaltete, spaltete sich die Masse und hinterließ diesen bis zu 50 Meter tiefen Canyon. Die geometrisch perfekten Basaltformen haben sich bei der Erhärtung der Lava gebildet. Der Alcantara ist fast 50 Kilometer lang. Sein Flussbett besteht ausschließlich aus Lavagestein. Die Vulkanstatistiker haben errechnet, dass der Ätna auf 15 große Ausbrüche im Jahrhundert kommt. Besonders gefährlich sind Flankenausbrüche, bei denen aus einer Spalte weit unterhalb des Gipfels gewaltige Lavamassen austreten. Sie fressen sich ihre Schneisen durch Wälder und Obstplantagen und walzen ganze Ortschaften nieder. Am Steilhang ist die Fließgeschwindigkeit der Lava sehr hoch. Sie kühlt auf ihrem Weg nach unten nur wenig ab, weil die Erstarrungskruste an der Oberfläche die Wärmeabgabe verzögert. Mit zunehmender Länge des Stroms jedoch wird die Masse langsam zähflüssig. Schließlich schiebt sich der Lindwurm nur noch im Schneckentempo voran. Einer solchen Naturgewalt steht der Mensch hilflos gegenüber. Man könnte durch Bombardierung die Lavaströme in unbewohnte Gebiete ableiten, doch dafür fehlt die gesetzliche Grundlage. Die Siedlungsgebiete liegen fast ausschließlich an den unteren, flachen Hängen des Ätna. Dort bewegen sich die Lavamassen sehr langsam voran. So bleibt den Bewohnern meist genügend Zeit, ihre bewegliche Habe zu retten. Bei diesem Ausbruch folgt einer der Lavaströme einem ausgetrockneten Flussbett. Er zerstört mehrere Brücken. Wo er die Serpentinenstraße kreuzt, hinterlässt er Totalschaden. Die Lava fließt 58 Tage lang ohne Unterbrechung. März 1981. Ein Flankenausbruch bedroht die Stadt Randazzo an der Nordseite des Ätna. Die Lavaströme, die direkt auf die Stadt zufließen, kommen noch rechtzeitig zum Stillstand.
Andere Lavaströme fließen an Randazzo vorbei in ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Sie wälzen sich über Weinberge und Obstgärten und zerstören alles, was ihnen in die Quere kommt. Straßen, Schienenwege, Häuser. Der Ausbruch dauert nur 3 Tage, doch auch in so kurzer Zeit kann ein Vulkan wie der Ätna einen Riesenschaden anrichten. Ein ungewöhnlich heftiger Flankenausbruch beginnt Ende März 1983 am Südhang des Ätna. Dort bricht in etwa 2500 Meter Höhe eine Spalte auf, aus der Lava in großen Mengen talwärts fließt und Wohngebiete bedroht. Ein Skilift steht im Wege. Die Masten werden abgeknickt. Der Ausbruch lockt viele Schaulustige an. Sie klettern auf dem heißen Rücken des Lavatunnels herum. Das ist purer Leichtsinn. Doch auch uns zieht die entfesselte Natur wieder in ihren Bann. Hotels und Wohnhäuser versinken in der Lava. Man setzt Planierraupen ein und errichtet Schutzwälle, die die Lavaströme stoppen sollen, bevor sie auch noch die Talstation der Seilbahn zerstören können. Ein breiter Lavastrom ergießt sich unaufhaltsam den Hang hinab. Er begräbt an vielen Stellen die Straße unter sich und setzt das Zerstörungswerk fort. Mehrere Hotels und Wohnhäuser sind nicht zu retten. Ein Nebenarm des Hauptlavastroms fließt in eine Schlucht und frisst einen Kiefernwald auf. Vier Wochen nach Beginn des Ausbruchs verwüsten die Lavaströme Obsthaine in rund 750 Meter Höhe. Machtlos müssen die Bauern zusehen, wie die Lava von ihren Grundstücken Besitz ergreift.
Nach wie vor entströmen dem Flankenausbruch unerschöpfliche Lavamassen. Sie verlassen die Austrittsöffnung mit einer Geschwindigkeit von 2 bis 3 Meter pro Sekunde. Inzwischen hat die italienische Regierung die gesetzliche Voraussetzung dafür geschaffen, dass man eine Sprengung versuchen kann. Obwohl mit enormem Aufwand betrieben, die Sprengaktion kostet über 12 Millionen Mark, ist das Ergebnis praktisch gleich null. Dem Ätna ist auch mit Dynamit nicht beizukommen. Einige Einheimische machen aus der Not eine Tugend, indem sie Stücke der zähflüssigen Lava zu Aschenbechern formen. Die Touristen nehmen ein solches Souvenir gern mit nach Hause. Eine D-Mark-Münze in den Boden des Gefäßes gedrückt, wird daheim in Deutschland seine Echtheit verbürgen. Der Ausbruch im Frühjahr 1983 dauerte rund 3 Monate. Wie verheerend er sich auswirkte, wir haben es zum Teil im Film gezeigt. Dass der Ätna so gewaltige Lavamassen ans Tageslicht fördert, glauben die Vulkanexperten erklären zu können. Sie sagen, es besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Vulkan und dem Magma des Erdmantels in 50 bis 80 Kilometer Tiefe. Trotz aller technischer Hilfsmittel ist der Mensch des 20. Jahrhunderts gegenüber den unberechenbaren Kräften des Vulkanismus immer noch hilflos. Gegen die zerstörerischen Lavaströme kennt er nur ein probates Mittel, die Flucht. Vorsicht und Respekt sind in jedem Fall überall dort geboten, wo die Erde Feuer speit.